Leuchtturm ver. Das ist einfach eine fucking. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, das ist ja eine ganz neue eigene Welt. Ich glaube, wir haben hier noch. Ich dachte, das wird nicht so lange gehen. Ich glaube, das. Doch, ich glaube, das könnte noch ein Momentchen dauern. Guten Tag, meine lieben Zugucker. Herzliches Willkommen wieder zurück zu Fallout 4 Part Nummer 198. Wir wollten hier das Fleckchen mal erkunden und den kaputt machen. Bam. Genau das. Gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Ja, das ist doch alles gut. Lass dir doch den Spaß. Wir wollten mal hier in diesen Kitteridge Pass und einfach mal hier. Komm, wir gehen hier einfach mal rein. Ganz ehrlich, wir waren hier noch nicht und ich will diese Höhle mal erkunden. Diese Höhlen sind immer ganz, ganz... Ich habe meine Powerrüstung vergessen. Fuck. Ich habe meine Powerrüstung vergessen. Egal. Oh. Oh, Diggi. Das ist irgendwie arschig. Dir fehlt da so ein kleiner... Oh, das ist ja... Oh, Jungs, was habt ihr mit dem gemacht? Arschig. So, Hallöchen. Oh, hier liegen... Wilder Ghoul. Na, komm her. Die sind alle... So ein bisschen Matsch. Muss mal ganz kurz hier das Bild. So, jetzt geht's. So, und... Oh, hey. Au. Okay, fuck it. Siehst du mal, den haben wir doch weggedingst. Hey, wo bist du? Kommst du her? Oh. Ja, der vertrocknete Ghoul. Weg mit dir, geh weg. Ja, genau. Forschungsreagenzglas. Spachtel wollte ich jetzt eigentlich gar nicht mitnehmen. Digga, was ist hier passiert? Was ist denn das? Ich glaube, hier geht aber noch was, ne? Hier ist sonst kein Gegner gerade, was okay ist. Ist der Handy-Treibstoff brauche ich nicht. Linke. Digga, hier geht es ja noch weiter. Okay. Ich weiß noch nicht, was die hier mit uns vorhaben, aber... Wir folgen einfach mal. Oh, das scheint mir doch ein bisschen größer zu sein als gedacht, ne? Das scheint doch eine große Höhle zu sein. Hoppala. Okay, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass sie doch ein bisschen größer wird. Also von mir aus kein Problem. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen Stuff mitzunehmen, aber... Bin ich so... Oh, hi. Ja, du wolltest uns erschrecken, gell, du kleiner Pimmelberger. Da kommt da noch einer. Da, hi. Tschüss. Also, Jungs. So, der hat hier... Das ist echt widerlich. Ja, Entschuldigung, lass mich doch. Ich meine, wir müssen ja einfach mal ein bisschen looten. Ist doch kein Ding, oder nicht? Geschafft. So, das nehmen wir einfach alles mit. Du hast... Alter, was ist das für eine fette Waffe? Digga. Die habe ich dir gegeben, ne? Ah, wünsche dir viel Spaß mit. So, gehen wir doch mal hier weiter. Okay, so eine... Ah, hier geht's. Ah ja, okay, die Insel. Alles klar, ist kein Problem. In die Insel gehen wir gleich wieder raus. Ich will hier nur mal schauen, ob hier noch irgendwas ist. Okay. Ja, da kommt. Ach, wirklich jetzt euer Ernst? So, die sind alle weg. Goldenes Feuerzeug, Malpinsel, Blähdrüsenfliege. Comic-mäßig ist hier nichts unterwegs, aber es ist kein Problem. Was ist das hier? Brahim-Schädel. Ja, kein Ding. Komm, können wir hier runter? Ey, kam doch von irgendwo. Oder geht's hier nicht weiter runter? Könnt ihr... Nee, schade. Ich dachte, ich hätte reingekonnt. Okay, dann ist das hier schon mal nix. Gehen wir hier einfach mal weiter und gucken mal, was hier neben noch bei der... Ja, in der Höhle so ist. Oh, guck mal. Oh, moin. Ja, du willst aufs Maul? Oh. Oh, guck mal einen an. Rüdiz durch Meyerlurks. Ja, toll. Das ist ja jetzt auch scheiße. Ich Meyerlurks gedingsten Bumskack. Komm, das ist doch wirklich, das ist doch wirklich nix. Und hier noch Medic. Au. Guck mal, Jung. Was war das für eine Aktion jetzt hier gerade? Wo zur Hölle sind sie? Digga, machst du ihn platt?
Sehr gut, MacReady. Gut gemacht. Nun, wir brauchen noch. Ja. Sage mal. So, dann können wir hier nämlich weiter. Ach, guck mal, hier geht's. Geht's jetzt wieder raus? Das ist jetzt die. Die Insel. Okay, da wollen wir jetzt nicht hin. Warte mal, wie kamen wir von hier? Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie kamen. Kamen wir von hier? Keine Ahnung. Aber wir wollten. Wir gehen einfach mal hier lang. Ah, ne, da geht's. Geht's hier zur Insel? Ich hab die Orientierung verloren. Ich hab die Orientierung wirklich verloren. Ich glaube aber schon, ne? Ja, hier. Da wollten wir hin. Keine Ahnung, was das hier ist. Aber das Gute ist, dass das hier so ein bisschen kleiner ist. Die Ladezeiten sind ein bisschen besser. Das ist. Ich habe mein Wasser ver. Oh, jetzt habe ich ja kein Wasser. Geschweige denn Kaffee. Fuck. So. Okay, pass mal auf. Was ist denn da unten für ein Schiff? Lass mal zu dem Schiff gehen. Einfach, weil wir es können. Okay, hier gibt's Red. Warum kriegen wir hier Red? Ich habe hier kein gutes Gefühl, gell? Aber es sieht auf jeden Fall nice aus. Also es ist schon... Da ist Meyer Lurk safe. Komm, du bist ein Meyer Lurk, richtig? Mit Ansage. Au. Oh. Oh, das ist... Ja, das sind hier legendäre Viecher. Das ist nicht so geil. So, hast du was Cooles? Sündrüstung verwendet automatisch alle 60 Sekunden ein Stimpack, wenn du getroffen wirst und deine Gesundheit bei 25% oder weniger liegt. Oh, das ist cool. Das sollten wir auf jeden Fall mal behalten. Das hat nämlich was. Das können wir nämlich auch aufwerten. Jetzt ist die Frage, ob unser ganzer Schrott wenigstens auch bei uns ist. Nicht, dass das irgendwie fort ist. Aber ich sehe hier... Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, hier haben wir kein gutes... Nee. Pass mal auf. Wir könnten ja immer noch hier rumlaufen, gell? Und hier die ganze Welt erkunden. Lass mal, wie groß... Hoppala. Wie groß ist die jetzt eigentlich? Oh, die hat schon... Die ist schon ein Stück, gell? Also die ist schon... Alter. Leuchtturm ver... Das ist einfach eine fucking... Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist ja eine ganz neue eigene Welt. Ich glaube, wir haben hier noch... Ich dachte, das wird nicht so lange gehen. Ich glaube, das... Doch, ich glaube, das könnte noch ein Momentchen dauern. Aber das ist ja voll okay. Dann können wir hier... Werden wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen Stuff verbringen. Ich weiß noch nicht, ob ich mir währenddessen auch noch die Nuka-Cola... Das Nuka-Cola-Dingsbums-DLC hole. Werden wir dann sehen. Ich weiß es wirklich noch nicht, aber schauen wir einfach mal. Aber wie geil. Jetzt mal ohne Scheiß, wie cool. Also da... Ja, wir werden auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß haben. Wir müssen jetzt erst nur mal gucken, ob wir... unser ganzer Schrott, weißt du? Der muss ja auch eingelagert werden. Beziehungsweise ist eigentlich... Kann ich irgendwo bauen? Ja, müssen wir mal gucken, ob ich das irgendwo bauen kann. Weil den ganzen Schrott, ich meine, der macht ja auch mein ganzes Inventar voll. Ah, keine... Ich weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall gleich sehen. Wenn ich mal sowas wie eine Werkstatt finde oder sowas. So, hier kann ich auf jeden Fall kochen. Kapitän Avery ist oder auch nicht. In Ordnung, denke ich. So, hier haben wir aber auf der Karte, warte mal. Auf der Karte kann ich hier was sehen oder so? Nö, ne? The Last Plank. Ah, ich weiß jetzt nicht, ob ich da was sehen würde. Das sieht mir nach... Fuck. Das ist auf jeden Fall jetzt nichts, was ich gehofft hatte. Kochtopf, Kochherd. Ich kann hier auf jeden Fall kochen. Okay, das ist, wir müssen einfach mal schauen. So, ich habe dir auf jeden Fall geholfen. Ja, ja. Sie Petey hinterhergeschickt hat. Ja, genau. Komm. Ich habe die wilden Ghule vom Campingplatz ausradiert. Unsere Geschichte endet mit der heldenhaften Rückkehr der Hauptfigur. Ha, damit hat die Insel bestimmt nicht gerechnet. Nee. Du hast dir für deine Mühen einen Lohn verdient. Hier sind 200 Kronkorn. Ein feini fein. Ich will mehr. Ich glaube, ich verdiene mehr als das. Tja, na. Der wahre Schatz wartet. Ich habe darüber nachgedacht, wie es weitergehen soll. Nun, wir alle lieben doch unsere Großeltern, oder? Ja. Niemand würde ihnen je etwas Schlechtes wünschen. Deshalb hat es mir auch das Herz gebrochen, als ich Opa George verloren habe. Okay, was ist mit ihm passiert? Was ist mit ihm passiert? Er hatte eine Farm ein Stück nördlich von hier. Die Insel hat ihm was geschickt.
Ein riesiges, gefährliches Monster. Ach du Scheiße. Das Opa blieb tapfer und standhaft. Die Schrotflinte in der. Mhm. Wenn du diesen gepanzerten Teufel ausschalten kannst, zeig mir. Okay. Dieser Nebelkriecher wird zahlen. Für Opa George. Das höre ich gern. Okay, dann machen wir das doch. Eliminiere den. Zeit. Gut, was haben wir hier? Windmaschine. Wow. Die Meyerlurks sind nichts im Vergleich zum Nebel. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ach, Meyerlurks. Digga, dein Ernst. Oh, was ist mit deiner Friese? Die ist aber nicht mal so geil. Ein Festlandbewohner wie du. Achso, was haben wir denn jetzt hier noch an Quests gerade zu machen? Pass mal auf. Reise nach Oberland. Ja, das ist egal. Der Weg, das läuft sowieso. Ein Spaziergang, sprich mit dem alten Longfellow. Komm, dann machen wir das doch gerade mal. Wo ist er? Keine Chance gegen die Kriecher. Ist der? Ach, der ist hier drin. Okay. Aber. Tony, was ist los? Was ist los? Oh, was haben wir denn hier? Letzte Notiz von Mama. Mark, Fahrhaber ist auch vom Nebel bedeckt. Nur die Docks sind noch frei. Die Seefahrerin hatte fast alles rausgeschmissen, aber Avery hat es verhindert. Tante Candence ist auf Festland. Ihr Haus liegt komplett im Nebel. Es gibt nur noch schlechte Neuigkeiten. Ich gehe zu einem der Daltons. Vielleicht brauchen sie Helfer fürs Feld. Ich sollte in 2 Wochen zurück sein. Drück die Kinder von mir und halte sie vom Nebel fern. Ich liebe Peggy. Okay. Hey, was ist los mit dir? Hallo. Ich glaube, der ist ein bisschen... Ich glaube, dem geht's nicht so gut. Okay, dann gehen wir mal... In the Last Plank. Geil! Da waren wir auch noch nicht drin. Gucken, was da, was es da so gibt. Oh Gott, ich hab Bock. Ich hab richtig Bock drauf. Ohne Scheiß. Richtig cool. So. Du hast... Hier ist eine Katze? Okay, ist kein Problem. So, der Barkeeper hat safe irgendwas für uns. Ein Comic! Ein Comic? Ja! Bingo! Du hast Kartenmarkierung interessanter Orte auf der Insel freigeschaltet. Nice! Lass mal gucken. Interessante Orte. Cliffs Edge Hotel. Dann haben wir hier Southwest Harbor. Sägemühle. Sieht aus wie ein riesen Klo. Gäberei. Oh krass, Alter, Farm der Dortons. Okay, die haben mir auf jeden Fall ein bisschen was freigeschaltet. Der Leuchtturm. Feini fein, das wird gut. Mit dir reden wir gleich, ich will hier noch ein paar Nebenquests. Moinsen. Mitch. Festlandbewohner, heute ist dein Glückstag. Freibier für dich. Okay. Oh geil, gibt's was Stärkeres? Hast du vielleicht was Stärkeres? Du willst es wissen, oder? Gefällt mir. Hier, absolute Spitzenqualität. Also, trink aus. Wenn du länger hier bleibst und der Nebel dich holen wird, warum nicht den Bauch voller Feuer haben, was? Das stimmt. Okay, dann... Ich hätte gerne einen Drink. Dann bringen wir dich mal auf... auf den... Nice. Whim. Keine Ahnung, was Whim ist, aber wir können dir bestimmt ein bisschen was verkaufen, oder? Komm, du kriegst hier eine Splittergranate, Plasmagranate bleibt bei uns. Die Planke bleibt auch nochmal. Der Superhammer. Puh, wir lassen den einfach mal da. So, kleidungstechnisch. Ja, Gasmaske kommt. Küstenrüstung, weiß ich nicht. Was ist das denn? Na? Legende von Vault 88. Ja, sollten wir mal. Wir behalten das mal. Komm, das kann weg. Charisma und Intelligenz bleibt. Warum ist denn Kammerjäger reduziert Meilers verursachten Schaden? Das kann auch weg. So. So, was hat er noch? Komm, Mitch. Ich glaube, du könntest einen eiskalten Wim vertragen. Was ist so besonders an dem Nebel auf der Insel? Spürst du ihn denn nicht? Sogar hier, am sichersten Ort dieser verdammten Insel. Er lebt. Wenn du ins Landesinnere gehst, hat er dich im Nu erwischt. Und wenn das Geigerzählerklicken dich nicht erledigt, dann holt dich der Wahnsinn. Am Ende... Okay. Der Nebel kann dich verrückt werden lassen? Ja, er ist nicht natürlich. Im Landesinneren warten die Fallensteller, mörderische Halunken. Aber viele verirren sich einfach im Nebel. Zu, oh. Wenn du vernünftig bist... Gehst du wieder dahin zurück, von wo... Okay. Wenn er so gefährlich ist, wieso bleibst du hier? Das ist unser Zuhause.
Echte Männer und Frauen geben ihr Zuhause nicht auf. Außerdem, jeder muss mal sterben. Also warum nicht mit einem Messer in der Hand, das tief im Bauch der Bestie steckt, die einem Bösen... Okay, natürlich. Alles klar. Ja, danke. Bleibt mehr für uns an? Schnauze. Richtig. Schnauze! Hat er nicht gesagt. Geil. Okay. Kann ich... Was ist mit dir? Wir gehen einfach mal hier hoch. Wir sind die einzige Bar in der Stadt. Debbie, mit dir rede ich auch gleich nochmal. Aber hier sieht's auch okay aus. Was ist hier? Tür öffnen? Naja, hier könnte ich einfach pennen. Könnte ich. OP-Tablett. Lass mal gucken. Ja. Einfach für Aluminium. Alles gut. Und jetzt verschwinden wir von hier. Ja, mach doch mal langsam, Digi. Ist doch alles gut. Leben ist zu kurz, um nichts zu trinken. Ja. Okay, haben wir hier sonst noch? Ja, den Tablette. Komm. Aber ansonsten war hier, hier ist noch... Den nehmen wir noch mit. Das auch. Ja, perfekt. Ertränke deine Sorgen in Schnaps. Ja, das, Digga, was ist los mit dir? Leute, Leute! So, wo war denn jetzt wir Debbie? Wir versuchen hier eine Unterhaltung zu führen. Da. Debbie. Wenn du ein Zimmer willst, sprich mit Mitch. Gott, die sehen alle so kaputt aus. Willst du einen Drink? Und wie könnt ihr... Was habt ihr denn da? Allen möglichen... Und bevor du fragst, Wim geht hier richtig gut. Der hat aber... Okay. Kann ich was bestellen? Wenn du Kronkorken... Okay, ist kein Problem. Dann, hast du irgendwas Cooles für uns? Das ist doch das, was ich gerade verkaufte. Ah, okay, die laufen hier zusammen. So, alles klar. Das ist der alte Longfellow. Mit dem müssen wir auf jeden Fall quatschen. Das machen wir aber im nächsten Part. Ach, geil, ich hab Bock. Das wird richtig gut, meine lieben Zugucker. Dann, wie gesagt, ich mache einen Schnitt und im nächsten Part geht's dann direkt weiter. Dann passt auf euch auf und bleibt gesund. Wir hören und sehen uns im nächsten Part. Haut rein. Tschüss.